Hallo Leute, wir kommen gerade von der Pressekonferenz von Asus auf der IFA 2019 und schauen uns jetzt mal eins der Notebooks an, die hier gerade vorgestellt wurden. Das hier ist das Asus Pro B9, das weltleichteste Notebook mit 880 Gramm. Und wenn man das so anfasst, wow, es ist echt wirklich leicht. Es sieht echt auch ziemlich schön aus, wenn man mal so drüber streicht. Es hat so ein bisschen eine metallische Oberfläche, obwohl das gute Stück aus Plastik ist. Ja, irgendwo muss man halt Kompromisse eingehen bei dem Gewicht. Das Scharnier geht ganz auf, das ist bei so Business Notebooks natürlich immer super wichtig. Außerdem gefällt mir eigentlich der Mechanismus an sich, weil die Tastatur dadurch so ein bisschen angehoben wird. Das gibt ein schönes Gefühl beim Schreiben. Das Touchpad ist auch schön groß, allerdings so beleuchtet. Ich persönlich bin da kein großer Fan von, aber wer ganz viel Taschenrechnern muss auf seinem Touchpad, der kann das auch haben. Außerdem ganz, ganz viele Business-Features mit dabei, wie so ein Fingerabdruckleser und ein Full-Size-HDMI. Hier verlässt mich leider mein Autofokus, ihr müsst mir da vertrauen. Ein Full-Size-HDMI, ganz viele USB-C-Steckplätze und auf der anderen Seite haben wir auch noch einen USB-A und eine 3,5 mm Klinke-Anschluss. Also im Prinzip für ein Business-Notebook richtig geil. Hier ist ein 10. Generation Intel i5 drin. Leistung mega. Sagt Bescheid, wenn ihr es geil findet und einen Daumen da lassen. Ciao.